Hallo und herzlich willkommen bei unserer Online-Lesung aus Die Wächter von Kufstein. Die Idee zu meinem Roman hatte ich schon vor einigen Jahren, als ich der Mittelalter-Darstellergruppe die Pinzenauer Schlosswacht beigetreten bin. Wir sind auf diversen Mittelalterfesten als Lagertruppe vertreten, unter anderem im Kufstein, aber auch im Sommer bei den Mittelaltertagen Gern und in Burghausen. Und der Roman handelt von den historischen Hintergründen unserer Darstellung. Bevor ich aus einem Kapitel vorlese, erläutere ich Ihnen kurz die Geschichte vom Landshuter Erbfolgekrieg und der Belagerung von Kufstein. Herzog Georg der Reiche, das ist dieser nette Mann hier mit Rauschebart, war Herzog von Niederbayern, das sich damals noch bis nach Tirol erstreckte. Und er hatte das Problem, dass er keinen männlichen Nachkommen hatte. Also setzte er seine Tochter Elisabeth als Erbin ein und ernannte ihren Ehemann Ruprecht von der Pfalz zu seinem Statthalter. Das wiederum hat seinen Vetter Albrecht von München nicht gefallen. Das ist dieser schöne Mann hier. Bayern wurde damals noch vom Adelsgeschlecht der Wittelsbacher regiert und Georg der Reiche und Albrecht von München haben zwei unterschiedlichen Wittelsbacher Linien angehört und die Wittelsbacher Hausverträge hatten eigentlich festgelegt, wenn eine der Linien ohne männlichen Nachkommen blieb, dass dann die andere Linie erben sollte. Und eine Tochter als Erbin war damals natürlich undenkbar. Und deswegen brach nach Herzog Georgs Tod im Dezember 1503 auch der Landshuter Erbfolgekrieg aus. Nun zu der Haupthandlung. Im Jahr 1500 versetzt Herzog Georg der Reiche von Bayern Landshut den Freiherrn Hans von Pinzenau, der bisher Pfleger von Trostberg war, nach Kufstein. Auf dem Einband ist das der Mann in der Mitte. Zu den wichtigsten Personen gehören seine rechte Hand, Hans Wambold von Umstadt, da wieder der lustige Kerl mit den bunten Klamotten, seine Gemahlin Magdalene von Pinzenau, ihr Halbbruder Falk und der fast taube Kanonier Kaspar Zettel. Einige Nebenhandlungsstränge handeln von Liebe und Intrigen, aber wenn ich jetzt noch von ehrgeizigen Färbermädchen, naiven Knappen und jungen Priestern, die sich nicht an ihr Zölibat halten können, erzähle, würde das ziemlich ausarten. Nach Herzog Georgs Tod im Dezember 1503 bricht, wie gesagt, der Landshuter Erbfolgekrieg aus. Beide Parteien, also Ruprecht Elisabeth, meist als die Pfälzer bezeichnet, und Albrecht, versuchen Maximilian I. von Habsburg, den Erzherzog von Österreich, Herzog von Burgund und römisch-deutschen König, für sich zu gewinnen. Manche Geschichtsinteressierte werden ihn vielleicht als Kaiser Maximilian kennen, wobei er zu diesem Zeitpunkt nur König war. Maximilian verlangt als Gegenleistung für seine Unterstützung die Grafschaft Tirol, die bis dahin noch zu Bayern zählt. Albrecht ist bereit, ihm Tirol mit den wichtigsten Städten Kufstein, Kitzbichel und Rattenberg abzutreten. Daraufhin stellt Maximilian Ruprecht und Elisabeth unter die Reichsacht und unterstützt Albrecht nun auch militärisch. Elisabeth und Ruprecht sind dennoch zuversichtlich, den Krieg zu gewinnen. Kriege kosten Geld und davon hat das Herzogtum Bayern-Landshut sehr viel. Nicht umsonst hatte Georg auch den Beinamen der Reiche. Die Pfälzer lassen Pinzenau zur Unterstützung 200 böhmische Söldner in Kufstein. Pinzenau überträgt das Kommando an Wambold über die Söldner in der Stadt. Außerdem freundet er sich mit dem zwei Söldnern an, dem riesenhaften Ebrahim von Trautenberg und dem Kampfweib Marie. Ruprecht von der Pfalz stirbt im Laufe des Krieges an der Roten Ruhr. Seine Frau Elisabeth führt den Kampf noch eine Weile weiter, stirbt jedoch selbst wenige Wochen später an derselben Krankheit. Ihre Berater führen eine Zeit lang im Namen ihrer Söhne den Erbfolgekrieg weiter, doch sinkt mit dem Tod der Anführer auch der Wille zum Sieg. Pinzenau weiß noch nicht vom Tod der Herzöge, Internet und Fernsehen gab es ja noch nicht,
als Maximilian am 4. Oktober 1504 mit einem Heer anrückt. Maximilian fordert die Übergabe von Stadt und Festung, aber Pinzenau verweigert sie ihm. Die Festung gilt als uneinnehmbar, deswegen hofft Pinzenau, dass er Kufstein wird halten können, bis die Pfälzer Verstärkung schicken. Aber Maximilian ist entschlossen, Kufstein zu erobern, und es entwickelt sich ein sehr persönlicher Machtkampf zwischen Pinzenau und Maximilian. Hier lese ich nun ein Kapitel vor. Kapitel 19. Spott gegen Kanonenhagel. Die ersten Kanonenkugeln trafen zwei Tage später auf die Festungsmauern. Sie prallten wie erwartet mit ziemlich geringer Wirkung ab. Rund 2 Stunden und 14 Schuss später begleitete Falk Pinzenau zu den Mauern, um den Schaden zu begutachten. Schaden konnte man es kaum nennen, die Mauern waren einfach zu dick. Mit einem diebischen Grinsen drehte sich Hans zu Falk um und sagte: »Lass uns ein paar Besen bringen.« »Besen?« fragte Falk verwirrt. »Ja, Besen«, erwiderte Hans. »Ich will dem König zeigen, wie viel Schaden seine Kugeln anrichten.« Falk grinste ebenfalls. Sein Schwager hatte schon manchmal lustige Ideen. Er hüpfte die steinernen Stufen von den Zinnen herab und rief einem Knecht zu. »He, Atzon, bringe uns einige Besen.« Der Knecht sah ihn nur verwirrt an, aber lief gleich los. Grinsend kehrte Falk zurück. Was die Belagerung anging, war er zwiespaltig. Einerseits liebte er das Gefühl der Gefahr, das durch seine Adern rauschte und ihn aus seiner Schwermut riss, seit das Heer vor den Toren stand. Andererseits häuften sich seine Albträume. Sie wurden auch deutlicher. Er sah einen Henker mit Richtschwert, eine Festung in Trümmern. Es wäre nicht das erste Mal, dass seine Träume Wirklichkeit würden. Er hatte Monate vor dem Tod seiner Mutter immer wieder geträumt, wie sie auf nassen Stiegen ausrutschte und sich das Genick brach. Und genau so war es geschehen. Hätte er sie irgendwie retten, ihren Tod verhindern können? Wurden ihm diese Träume nun geschickt, um die Vernichtung von Kufstein zu verhindern? Aber was konnte er tun? Sein Grinsen war längst von düsteren Gedanken verdrängt worden, als der Knecht Atzon mit 3 Besen zurückkam. Hans nahm einen entgegen, einen weiteren nahm Falk. Hans rief außerdem Kaspar, den Büchsenmeister, hinzu. Dieser blickte Hans eher verständnislos an. Seine Unterhaltung mit Falk war zu leise gewesen, als dass der schwerhörige Mann es mitbekommen hätte. Hans und Falk kletterten nun auf die Brüstung und begannen, den Staub abzukehren, um Maximilian zu verhüllen. Mit einem Schulterzucken tat Kaspar es ihnen gleich. Vielleicht wussten die hohen Herren ja, was sie taten. Und wenn nicht, konnte er es sowieso nicht ändern. Maximilian saß mit übler Stimmung am Tisch vor seinem Zelt unter dem Baldachin und starrte die Festung an, den Kopf auf die Hände gestützt. Man könnte meinen, er hätte gar nicht auf die Mauern geschossen, so mächtig und fest, wie sie immer noch aussahen. Doch was war das? Maximilian reckte den Hals. Einige Gestalten stiegen auf die Brüstung. Was hatten sie da in der Hand? Etwa Besen? Nun fingen die Gestalten an, die Mauern mit dem Besen zu fegen, als würden sie Staub wegkehren. Maximilian sprang auf. Sein Blick schweifte über die Soldaten um ihn herum. Sie alle blickten zur Festung. Manche deuteten dorthin und raunten einander etwas zu, einige lachten sogar. Blut pochte in Maximilians Schläfe. Ein jeder hatte gesehen, wie dieser Pinzenauer ihn verhöhnte. »Dieser Hurensohn von einem Drecksbayern«, knurrte Maximilian. Dann rief er seinen Sekretär: »Kollauer!« Er sollte einen Brief aufsetzen. Er brauchte größere Geschütze. Man sollte die schöne Katel und die Kaiserin aus Innsbruck schicken. Hans Wambold von Umstand statt an der Stadtmauer hatte die vor den Toren lagernde Armee im Blick, während er sich gerade mit Ebrahim von Trautenberg und Marie unterhielt. Er mochte die beiden. Ebrahim hatte etwas Gemütliches an sich und Marie war einfach ein Prachtweib. Nicht gerade eine, die Wambold würde ehelichen oder auch nur begatten wollen, aber einfach ein unglaubliches Weib, schlagfertig sowohl mit Worten als auch mit Fäusten, und vor nichts schien sie Angst zu haben. Dabei wirkte sie auch nicht verbittert oder als würde sie Männer hassen. Eher als hätte sie ganz vergessen, dass sie eigentlich eine Frau war. Im Moment lehnte Marie an der Mauer und blickte stirnrunzelnd zur Festung hinauf. »Was machen die da nur?«, fragte sie. Wambold blickte ebenfalls auf.
Auf den mächtigen Mauern der Burg konnte er einige Gestalten erkennen, die mit Besen Staub aufwirbelten. Wambold und einige der Söldner um ihn herum fingen zu lachen an. Ebrahim dagegen wurde bleich. Er will dem König zeigen, dass seine Kugeln nicht mehr vermögen als Staub aufwirbeln, erklärte Wambold. Marie sah ihn verständnislos an. Ebrahim sagte etwas auf Böhmisch, worauf Marie nickte und lachte. Marie nicht sehen, was weit weg, erklärte Ebrahim. Sie nicht sehen Besen. Ah, anscheinend war sie etwas kurzsichtig. Ebrahim grinste über sein breites Gesicht, schüttelte aber gleichzeitig den Kopf. Pinzenauer sei ein wahnsinnig. Marie lächelte. Ich mag ihn. Maximilian blickte verbittert auf die Festung. Auch die beiden größeren Geschütze hatten kaum Spuren hinterlassen. Nun ja, dann musste er sich eben ein leichteres Ziel suchen. Richtet die Geschütze auf die Stadt, befahl Maximilian. Sofort begannen seine Büchsenmeister, die Kanonen neu auszurichten. Einige Stunden vergingen, in denen Maximilian wütend auf- und abschritt. Wie konnte dieser Pinzenauer sich ihm nur widersetzen? Hatte er damals ganz umsonst seine Freifrau gefangen genommen? Das Schlimmste daran war gar nicht so sehr, dass sich Pinzenau weigerte, ihm die Festung zu übergeben, sondern dass er augenscheinlich auch noch Erfolg damit hatte. Kufstein war bisher noch nie eingenommen worden und Maximilian wusste einfach nicht, wie er das bewerkstelligen sollte, selbst mit den modernsten Waffen. Auch gingen ihm langsam die Geldmittel aus. Die Fugger hatten ihn sowieso schon in der Hand, bei dem Schuldenberg, den er mittlerweile angehäuft hatte. Brauchten sie nur mit den Fingern zu schnippen, um zu bekommen, was sie wollten. Ein Stück Land, ein Posten im Regierungsrat? Selbstverständlich. Manchmal fragte sich Maximilian, ob er es überhaupt war, der regierte. Und dieser Pinzenau mit seiner unverschämten Art, wie er sich weigerte, sich ihm zu unterwerfen, führte ihm seine Machtlosigkeit erst richtig vor Augen. Was war er denn? Ein König, dem jeder Freiherr auf der Nase herumtanzen konnte? Hans Wambold von Umstadt war gerade beim Speisen im Auracher Löchel, als erneut ein lautes Krachen erklang. Die Schankmeiden zuckten zusammen und blickten alarmiert zu den Fenstern hinaus. Auch Wambold sah nachdenklich auf. Dieses Mal hatte er es sich angehört, als wäre der Einschlag näher gewesen. Er warf einige Münzen auf den Tisch, dann verließ er das Wirtshaus. Außen liefen Menschen aufgeregt wie aufgescheuchte Hühner herum. Er selbst bewahrte Ruhe. Es war ja nicht das erste Mal, dass er in Kampfhandlungen verwickelt war. Dann ein weiterer Knall und die Erde zitterte. Wambold versuchte zu erkennen, in welcher Richtung der Einschlag gewesen sein musste. Eher nördlich, so schien es. Wambold lief durch die Straßen in Richtung Kanoneneinschlag. Natürlich kannte jeder den Stadthauptmann und machte bereitwillig Platz. Wambold blieb einige Meter vor der Stadtmauer stehen. Bis etwa einen Meter vom oberen Mauernrand aus klaffte ein dreieckiges Loch. Trümmerstücke lagen auf der Straße verteilt. Einige Soldaten waren gerade dabei, einen verletzten Kameraden, den wohl die Trümmer am Bein getroffen hatten, auf eine Liege zu verfrachten. Wambold blickte den Verwundeten stirnrunzelnd an. Das Bein war blutig und verdreht, aber falls er nicht an Wundbrand starb, gab es nach seiner Erfahrung durchaus Heilungschancen. Ein weiterer Knall durchschnitt die Luft. Der Boden fing erneut zu wackeln an. Der Aufprall riss viele Söldner zu Boden. Wambold sah, wie etwa 100 Meter zu seiner Rechten die Mauer barst. Er duckte sich im schmalen Zwischenraum zwischen zwei Häusern, während Steinbrocken in der Größe von Männerfäusten durch die Luft flogen. Wambold blieb noch einige Sekunden mit pochendem Herzen in der Gasse stehen. Dass er bis zu den Knien in Unrat stand, fiel ihm in der Aufregung nicht einmal auf. Vorsichtig verließ er seinen Schutz wieder. Es dauerte normalerweise, bis die Kanonen nachgeladen waren. Zumindest hier dürfte vorerst keine Gefahr drohen. Durch den Staub konnte Wambold kaum sehen. Hustend hielt er sich eine Hand vor den Mund, während er wie durch einen Nebelschwaden ging. Der Boden war mit Steinbrocken übersät. Irgendwo schrie ein Verwundeter. Wambold blieb vor der Mauer stehen und wartete, bis der Staub sich legte. Auch hier hatte die Kugel ein Loch in die Mauer gerissen, größer noch als das andere. Wambold bemerkte, dass einige der Söldner ihn abwartend anblickten. Nun war seine Führung gefragt. »Leute, hört her«, rief er. »Du, du und du«, er deutete auf drei Söldner. »Ihr bringt die Verwundeten ins Lager am Inn.
Ihr anderen haltet hier an der Mauer Wache, dass kein feindlicher Söldner durch die Löcher bricht. Ich schicke euch außerdem Verstärkung. Maurer werden außerdem die Löcher notdürftig flicken. Los jetzt, auf eure Posten! Die Söldner verteilten sich an der demolierten Mauer, froh, dass ihnen jemand klare Anweisungen gab. Wambold eilte ins Stadtinnere, um weitere Kommandos zu geben. Maximilian war zufrieden mit diesem Tag. Seine Kugeln hatten die Mauern der Stadt erschüttert und an zwei Stellen Löcher geschlagen. Die kleineren Geschütze, die er zuerst hatte abfeuern lassen, hatten zwar nichts ausrichten können, dafür aber die Katel und die Kaiserin. »Ihr solltet in Verhandlungen mit der Stadt treten«, schlug einer seiner Berater, der dicke Markgraf Friedrich Kasimir, vor. Andere stimmten ihm zu. Wenn die Stadt sich ergab, würde das Pinzen aus Position schwächen. Maximilian warf Erich von Braunschweig einen Blick zu. Der meinte, »Die Geschichtsschreibung wird es als Gnade ansehen, wenn ihr der Stadt Kufstein schon jetzt nach den ersten Schüssen den Frieden anbietet.« Maximilian blickte nur, nickte nur. »Schickt einen Boten. Wir wünschen, morgen zur 11. Stunde den Stadthauptmann Hans Wambold von Umstadt zu sprechen.« Wambold ritt mit einer kleinen Delegation, bestehend aus dem Trupp des Böhmen Ebrahim von Trautenberg, zu den Stadttoren. Er trug seine Rüstung, ebenso waren Ebrahim und Marie in Teilrüstung. Die anderen Söldner trugen, was sie an Kettenhemden oder Rüstungsteilen im Laufe ihres Lebens hatten vom Schlachtfeld auflesen können. Bunt zusammengewürfelte Arm- und Beinschienen, hier und da ein demolierter Brustpanzer. »Öffnet die Tore«, befahl Wambold. Das riesenhafte Stadttor öffnete sich langsam und knarrend. Wambold ritt hindurch, gefolgt von seinen Begleitern. Vor den Toren wartete bereits Maximilian, ebenfalls hoch zu Ross und in schimmernder Rüstung. Und etwa 20.000 Soldaten. Wambold wurde eng ums Herz, als er wieder einmal, soweit das Auge reichte, nur feindliche Soldaten sah. Um den König herum seine wichtigsten Berater, Adlige von hohem Rang. »Eure Majestät«, grüßte Wambold und verneigte sich im Sattel. Die ihm begleitenden Söldner taten es ihm gleich. »Wambold von Umstadt, nicht wahr?« erwiderte Maximilian. Wambold nickte. »Ich habe euch rufen lassen, um mit euch über die Bedingungen eurer Kapitulation zu sprechen.« »Wir werden nicht kapitulieren«, antwortete Wambold. Maximilian blickte ihn einen Moment lang irritiert an. Dann sprach er weiter, als hätte er nicht gehört. »Wir werden, wenn ihr nun kapituliert, die Stadt Kufstein verschonen und von einer Plünderung absehen. Auch dürfen eure Söldner unbehelligt ihrer Wege ziehen oder sich uns anschließen.« »Sehr gütig von euch«, sagte Wambold, »doch eine Kapitulation kommt für uns nicht in Frage.« Maximilian blickte ihn mit zornentbrannten Augen an. »Euch ist sicherlich klar, dass die Stadtmauern dem Beschuss nicht dauerhaft standhalten können.« Natürlich war das Wambold klar, aber er hegte noch immer die Hoffnung, dass bald die Pfälzer Truppen kommen würden und der Belagerung ein Ende setzen würden. »Wir werden so lange standhalten, wie es uns irgendwie möglich ist«, sprach Wambold. Maximilian blickte ihn ernst an. »Wenn das so ist, dann sehen wir uns wieder, wenn unsere Kugeln nur noch Trümmer von euren Mauern übrig gelassen haben.« Mit diesen Worten wendete der König sein Pferd und ritt ins Lager zurück, gefolgt von seinem Beraterstab. Wambold ließ ebenfalls wenden und in die Stadt zurückkehren, wo die Tore knirschend hinter ihnen geschlossen wurden. Wambold blickte die Söldner, einen bunt zusammengewürfelten Haufen von Männern zwischen 15 und 35, nachdenklich an. Wie vielen von ihnen würde seine Haltung wohl das Leben kosten? So, ich hoffe, meine Lesung hat euch gefallen. Und wenn ihr Interesse an dem Buch habt, ihr könnt es überall im Buchhandel bestellen oder auch bei Amazon. Und wenn ihr mich mal treffen wollt, ich bin auf den Mittelalterfesten am Lager der Pinzenauer Schlosswacht vertreten. Unsere Termine könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Und würde mich freuen.